Hinweis auf eine junge Frau, die überzeugt ist, das Killerprogramm der CIA durchlitten zu haben. Wie Anne lebt sie zurückgezogen. Eine kleine Siedlung, viele staubige Autostunden von der Hauptstadt Phoenix entfernt, in der Weite Arizonas. Hier lebt Cheryl. Sie bittet, ihren richtigen Namen zu verschweigen. Ich war interessierter Killer. Mit 4 Jahren ging's los, da hat mich mein Vater für das Programm angemeldet. Es gab keine Einverständniserklärung, wie man das heutzutage hat. Sicher, mein Vater kannte nicht das volle Ausmaß des Programms. Aber eigentlich hat er sich darum auch nicht gekümmert. Man hat uns gezeigt, wie wir einen Gegner im Zweikampf mit den bloßen Händen töten können. Wir hatten auch eine Schießausbildung und ich habe sogar eine Medaille im Haus, die beweist, dass ich ein Scharfschütze war, im Alter von etwa 10 Jahren. Mit dem Waffentraining wurde begonnen, als wir 6 Jahre alt waren. Wir lernten erst die einfachen Dinge und dann nach und nach die schweren. Am Ende konnte ich sogar ein Präzisionsgewehr bedienen. Cheryl lebt heute isoliert mit ihren 3 Kindern und ihrem Ehemann auf einer kleinen Farm. Den Kontakt zu ihren Eltern hat sie abgebrochen. Jahrelang leidet sie unter Angstzuständen und unerklärlichen körperlichen Schmerzen. Ich habe meinen Arzt darum gebeten, mich zu röntgen, weil ich plötzlich anfing, mich an all die schrecklichen Verletzungen zu erinnern. Eigentlich habe ich immer gedacht, ich wäre als Kind so ein Tollpatsch gewesen. Das haben sie mir auch immer erzählt. Als ich dann die Röntgenaufnahmen sah, habe ich geglaubt, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Gesicht war zerschmettert überall. Mein Schädel war gebrochen, meine Halswirbelsäule. Tatsächlich waren an meiner ganzen Wirbelsäule Brüche zu sehen. Mein Becken war zertrümmert. All diese Sachen. Und als Mutter, ich habe sofort meine Mutter angerufen und sie gefragt, was war da los? Und sie konnte es mir nicht sagen. Sie wusste von nichts. Also als Mutter, man erinnert sich doch an solche einschneidenden Ereignisse. Wenn sich dein Kind in der Tür die Finger klebt. Meine Mutter konnte sich an überhaupt nichts erinnern. Das war eigentlich nur der Anfang. Und dann überrollte mich diese Lawine von Erinnerungen. Die Mutter leugnet noch heute. Ihre Ausrede zu Cheryls Verletzungen. Immer wieder sei die Tochter im Supermarkt verloren gegangen und erst Tage später aufgegriffen worden. Jahrelang stellen Cheryls Ärzte keine Nachfragen zu ihren Verletzungen. Viele brechen die Behandlung ab, als das Stichwort MK-Ultra fällt. Cheryl ist täglich auf Dutzende Schmerzmittel angewiesen. Erst 1999 vermerkt ein Arzt in ihrer Krankenakte, das Verletzungsmuster ist typisch für MK-Ultra-Opfer. Fahrt mit Cheryl und ihrem Mann zu ihrem ehemaligen Psychologen. In der Therapie vor 3 Jahren versucht Cheryl, sich von quälenden Erinnerungen und Depressionen zu befreien. Cheryl will endlich die volle Wahrheit wissen und beauftragt einen Polizeibeamten mit der Spurensuche. Als seine Ergebnisse vorliegen, sieht der Psychologe Cheryls angebliche Gemütskrankheit in einem neuen Licht. Sie kam zu mir mit Geschichten von bestimmten Leuten, Namen und Orten. Zu dieser Zeit hatte sie bereits mit Dale Griffiths, einem Ermittler, Kontakt aufgenommen. Teil seines Auftrags war, ihre Schilderungen zu untermauern. Dann kam sie mit einer Skizze zu mir, von einem Ort, den sie am Abend zuvor gezeichnet hatte, an den sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte, ein bestimmtes Gelände. Ich habe einige ihrer Zeichnungen genommen und zu Dale geschickt. Und er hat dann versucht, diese Plätze zu finden. Und für mich war es ein eindeutiger und starker Beweis, als ich von ihm hörte, er hatte tatsächlich einige von ihnen gefunden. Tagelang zeichnet Cheryl in der Therapie. Skizzen von grausamen Experimenten, in denen versucht wird, Kinder zu programmieren. Dieses Bild zeigt, wie ich eingewickelt und festgeschnallt auf einem Bett liege. Wieder einmal habe ich einen Helm mit Elektroden auf. Und das nannte man Programmierung und Persönlichkeitsspaltung.
Und ein gewisser Dr. Green stand hinter mir und warf mit einem Projektor Diaz an die Wand. Er sagte, er brennt sie in mein Gehirn hinein, die Matrix meiner Programmierung. Wie er das machte? Das Dia war am Anfang klein und wurde immer größer, immer größer. Als dann das Bild ganz groß vor meinen Augen war, gab es diesen wahnsinnigen Stromschlag. Zur gleichen Zeit ging über mir ein rotes Licht an. Und er sagte zu mir, jetzt haben wir es dir ins Gehirn eingebrannt. Dieser Dr. Green hatte einen perfekt gestutzten hellen Bart. Ein Militärhaarschnitt, aber ein wenig anders als sonst. Er hatte irgendeinen höheren Militärdienstgrad. Er trug eine richtige Uniform und sprach im strengen Befehlston. Er war ein absoluter Perfektionist. Einen der Täter glaubt Cheryl zu identifizieren. Doch weder bei ihm noch bei vielen anderen Verdächtigen konnte eine...